Meine lieben Geschwister, wenn wir hungrig sind, dann denken wir an Essen. Wenn wir Durst haben, denken wir an Wasser. Und wenn wir verliebt sind, dann denken wir nur an unsere Liebe. Das liegt in der Natur des Menschen. Wenn wir etwas begehren, dann können wir nicht anders. Unsere Gedanken sind wie gefesselt. So hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen erschaffen. Und es ist fast unmöglich, gegen diese Natur vorzugehen oder dagegen anzukämpfen. Der Mensch denkt an denjenigen, den er liebt. Genauso verhält es sich mit der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und mit der Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir Allah und seinen Propheten wirklich lieben, dann können wir gar nicht anders, als ständig an ihn subhanahu wa ta'ala zu denken. Abends, wenn wir uns schlafen legen, ist Allah unser letzter Gedanke. Und morgens, wenn wir aufstehen, ist Allah unser erster Gedanke. Aber manchmal vergehen Wochen, Monate, Jahre und man erinnert sich nicht an Allah. Das ist ein Zeichen einer schwachen Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wo ist unsere Liebe zu Allah, wenn er subhanahu wa ta'ala nicht in unseren Gedanken ist? Wo ist der Ausdruck der Bedürftigkeit zu Allah, wenn er in unserem Leben keine Rolle einnimmt? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, das Gleichnis desjenigen, der Allahs gedenkt, und desjenigen, der Allah nicht gedenkt, ist das eines Lebendigen und das eines Toten. Mit anderen Worten, nur jemand, der Allah gedenkt, hat ein lebendiges Herz. Jemand, der Allah nicht gedenkt, hat ein totes Herz. Imam Ibn Taymiyyah rahimullah sagte, das Gleichnis des Gedenken Allahs zum Herzen ist wie das eines Fisches zum Wasser. Ein Fisch kann ohne Wasser nicht leben. Genauso kann der Mensch ohne dem Gedenken Allahs nicht leben. Subhanallah. Sich ständig an Allah zu erinnern, ist ein Zeichen des wahren Iman. Was bedeutet der Begriff Dhikr? Sehr oft finden wir Fehlverständnisse im Islam. Arabische Begriffe werden oft mit falschen Bedeutungen besetzt. Das ist zurückzuführen auf die Vielseitigkeit und die Tiefe der arabischen Sprache. Unter Dhikr verstehen die meisten Muslime die Tasbihat nach einem Gebet. Wie zum Beispiel Subhanallah, Alhamdulillah oder Allahu Akbar. Ja, das stimmt. Das ist eine Form von Dhikr. Eine Form, Allah zu gedenken. Aber das Wort beschränkt sich nicht nur auf Lippenbekenntnisse. So vernachlässigen wir den größten Teil seiner Bedeutung. Denn das Wort Dhikr entstammt dem Verb Dhakara und hat verschiedene Bedeutungen. Gedenken, erinnern, ermahnen. Und damit ist gemeint, sich in allen Lebenssituationen, Schicksalsschlägen und Prüfungen an Allah subhanahu wa ta'ala, an seine Geh- und Verbote und an den Tag der Auferstehung zu erinnern. Genau so kannst du alle Herausforderungen meistern, denn du fängst an, diese Ereignisse aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Du hattest einen Unfall oder eine Krankheit hat dich befallen und du landest im Krankenhaus. Wenn du deine Verbindung zu Allah nicht aufrecht erhältst, wirst du dir womöglich denken, wieso ich? Warum passiert das mir? Was habe ich verbrochen? Wieso werde ich so bestraft? Derjenige aber, der mit Allah subhanahu wa ta'ala verbunden ist, weiß, das ist eine Prüfung und ich muss geduldig sein. Ich muss standhaft sein. Genauso wie die Dunya begrenzt ist, ist meine Krankheit begrenzt. Was sind schon Tage, Wochen oder Monate im Vergleich zur Ewigkeit? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, meinen die Menschen etwa, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben, ohne dass sie geprüft werden? Allah wird jeden von uns prüfen, jeden Einzelnen. Aber Dhikr ist nicht nur für die Zeit, in der wir Erschwernisse und Probleme zu spüren bekommen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir Gesundheit geschenkt hat, dann müssen wir uns daran erinnern, ihm subhanahu wa ta'ala zu danken. Wenn es uns gut geht, wir unsere Prüfungen schaffen, die Schule absolvieren, Erfolg verspüren, wird es leicht, Allah zu vergessen. Wir denken, wir haben uns unseren Erfolg hart erarbeitet. Wir sind gesund, weil wir gesund leben und essen. Wir vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala über uns wacht. Dass er subhanahu wa ta'ala Dinge für uns tut, die im Verborgenen liegen. Wir fangen an zu glauben, dass uns all das zusteht. Wir entwickeln Arroganz und fangen an, uns unislamisch zu verhalten. Wir überschreiten die Grenzen Allahs und halten uns nicht an seine Gebote.
Al-Hasan radiallahu an sagte, der Wicker hat zwei Formen. Das Gedenken mit der Zunge, was gut ist. Besser jedoch ist, Allah bei seinen Geh- und Verboten zu gedenken. Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah sagte, es gibt keinen Zweifel daran, dass das Herz rostet, genauso wie Kupfer und Silber rosten. Die Politur ist der Wicker. Es hinterlässt das Herz wie einen glänzenden Spiegel. Das Rosten des Herzens kommt durch das Vergessen Allahs und durch Sünden. Das Polieren erfolgt durch zwei Hand, Tauba und Wicker.